Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Scanner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Kare75 an. Dieser hat über Philips Wake Up Light geschrieben, welches er mit 4,1 Sternen bewertet hat. Und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Philips Wake Up Light Test. Wake Up Light Erfahrungen. Der Wecker klingelt. Das Szenario ist den meisten morgens bekannt. Entweder es dröhnt ein nerviger Signalton in den Ohren oder es ist der aktuelle Lieblingssong, der einem aber auch schon zu den Ohren heraushängt. Wie man aufsteht, hat einen Einfluss auf den ganzen Tag. Stell dir vor, du kommst sanft aus dem Bett und das völlig ohne Stress. Aufwachen mit der Sonne und wohltuenden Klängen. Das klingt so schön, dass man glatt denken könnte, man würde noch träumen. Ich habe für euch alle Produktinformationen gesammelt und sie in meinem Philips Wake Up Light Erfahrungsbericht integriert. Philips Wake Up Light – Produktdetails. Inspiriert von dem Sonnenaufgang und der Natur soll so ein völlig neues Weckerlebnis erschaffen werden. Das Philips Wake Up Light ist Wecker, Licht und Uhr in einem. Es wurde wissenschaftlich bewiesen, dass das Wake Up Light einen natürlich weckt, die Stimmung aufhält und einen mit Energien versorgt. Das liegt daran, dass durch das langsam heller werdende Licht der Sonnenaufgang simuliert wird. Dies wiederum sorgt dafür, dass das Wachhormon Cortisol ausgeschüttet wird, bevor man aufsteht. So wird man nicht abrupt geweckt durch einen starken und lauten Signalton, sondern man wird langsam in das Aufwachen eingeleitet, sodass der Körper noch die komplette natürliche Aufwachphase hat. Interessanter Fakt von Philipp selbst noch, in den dunklen Jahreszeiten Herbst und Winter, in denen es nur wenige Stunden pro Tag hell ist, bleibt das Niveau des Hormons Melatonin auch tagsüber erhöht. Dieses bremst die Produktion der Hormone, die den Organismus während der Tageszeit aktiv werden lassen. Die Folge sind Tagesmüdigkeit und Schlafstörungen, sowie sinkende Leistungsbereitschaft des Körpers. Im Winter ist es morgens länger dunkel. Die Folge ist, dass der Körper später aktiv wird und es schwerer fällt, aufzustehen. Gerade in diesen Momenten ist es hilfreich, sich um eine extra Portion Licht zu kümmern. Das Wake Up Light kann hier für einen aktiven Start in den Tag sorgen, denn sein Licht sorgt dafür, dass die Produktion des Energiehormons Cortisol auf natürliche Weise angeregt wird. Philips Wake Up Light – Sonnenaufgangssimulation. Die Farbe des Lichts verändert sich über 5 Farbstufen von einem Morgenrot über Orange. Wie lange dieser Vorgang andauern soll, ist variabel zwischen 20 und 40 Minuten. Am Ende der Phase steht dann ein helles gelbes Licht, was die Sonnenstrahlen darstellt. Diese langsame Veränderung des Lichtes stimuliert den Körper. Man kann die Lichtintensität einstellen, da jede Person eine andere Lichtempfindlichkeit hat. Zum Aufwachen gehören neben dem Lichterlebnis auch noch die natürlichen Wecktöne. Hier kann man zwischen 5 Naturtönen wählen, wie Vogelgesang, Waldtöne mit dem sanften Rauschen des Windes in den Blättern, Zen-Garten, Klaviermusik oder auch Meeresrauschen. Je nachdem, wo man sich am wohlsten fühlt, ob im Wald, am Meer oder in der Konzerthalle, kann man diesen Ton auswählen. Dieser ertönt, sobald das Schauspiel mit den Lichtern vorbei ist. 1,5 Minuten lang baut sich die Musik langsam auf, bis die eingestellte Lautstärke erreicht ist. Auf eine Snooze-Funktion wurde nicht verzichtet. Sobald man das Licht berührt, wird die Schlummerfunktion aktiviert. In 9 Minuten ertönt wieder der Weckton. Man kann das Philips Wake Up Light aber auch zum Einschlafen verwenden, mit der Dämmerungsfunktion. Dabei wird schrittweise der Körper auf das Einschlafen vorbereitet, mit dunkler werdendem Licht und zarten Tönen. Das Display passt sich von der Helligkeit her automatisch an die Helligkeit des Raumes an, was gerade abends oder nachts sehr angenehm ist, da man nicht von den Lichtern eines überlichteten Displays gestört wird. Zudem ist das Wake Up Light auch ein UKW-Radio. Am Touch-Display kann man nach seinem Lieblingssender suchen. Ebenfalls kann man das Gerät auch als Nachttischleuchte verwenden, zum Lesen oder für andere Tätigkeiten. Philips Wake Up Light Modelle. Das Wake Up Light gibt es in 4 Modellen. Es gibt das HF3506, HF3510, HF3520 und HF3531. Hauptsächlich unterscheiden sie sich in Farben und Formen, der maximalen Lichtintensität und anderen Kleinigkeiten. Philips Wake Up Light Review. Ich habe das Wake Up Light HF3510 bei Amazon bestellt, als es reduziert war. Zurzeit bekommt man dieses Modell für ebenfalls einen reduzierten Preis von 79,21 € von ursprünglichen 129,99 €. Natürlich ist das für einen Wecker schon ein hochpreisiges Gerät. Dennoch wollte ich unbedingt diesen haben, weil ich mir davon viel versprochen habe. Ich bin jemand, der extrem schlecht aufstehen kann. Egal wie lange ich schlafen kann, sobald der Wecker klingelt, bin ich immer noch müde. Dieses langsame Aufwachen und den Körper darauf vorbereiten hat mich also extrem angesprochen. Das Gerät kommt in einer kleinen Verpackung und die Einstellung ist schnell erledigt. Der Wecker wird per Touch-Display bedient. Vorne gibt es 4 Tasten mit Plus, Minus, Menü und Select. So stellt man seinen Alarm ein, die Helligkeit, den Radiosender und alles andere. Die Menüführung ist sehr leicht und zur Not kann man auch einmal in der Bedienungsanleitung nachschauen. Zunächst einmal muss man sagen, dass ich finde, dass das Gerät auch optisch schon richtig was hermacht. Es sieht sehr modern aus und passt sich schön in das Bild ein. Die Bedienung per Touch ist super futuristisch und einfach. Das Display ist sehr angenehm anzusehen durch diese unaufdringliche und angepasste Beleuchtung. Das Aufstehen.
Wie ich schon sagte, bin ich jemand, der sehr schlecht mit dem Wecker aufstehen kann. Daher war ich sehr gespannt zu sehen, wie ich es mit diesem Wecker nehmen würde, da die Aufweckphase ja schon 20 Minuten vor dem eigentlichen Ton beginnt. Ich denke, dass viele vielleicht dabei sogar schon wach werden. Die erste Morgen bin ich aber auch immer erst mit dem Waldgeräuschen aufgewacht. Sofort spürbar war, dass man eben nicht ruckartig aus dem Schlaf gerissen wird, sondern ähnlich wie im Film öffnet man langsam und geschmeidig die Augen. Erst nachdem ich ein paar Tage so aufgewacht bin, wurde ich teilweise auch schon mal nur mit dem Licht wach. Keine Ahnung, ob sich der Körper daran gewöhnt hat und sich dann irgendwie darauf eingestellt hat. Also bin ich so morgens wesentlich besser drauf und starte gemütlicher in den Tag als zuvor. Ich muss gestehen, dass ich die Snooze-Taste immer noch ab und zu verwende, aber nicht mehr so oft wie früher. Ich finde, das ist mehr als eine technische Spielerei und zu 100% sein Geld wert. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so hinterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.